Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich. Ja, heute sind wir am Tegernsee und ich meine, schade, dass Sie nicht alle dabei sind, weil ich sitze jetzt gerade im Breistüberl und zwar mit unserem Bürgermeister von Tegernsee, Johannes Hagen, und mit dem Chef Peter Hubert vom Breistüberl. Ja, meine Herren, wie schön, dass es jetzt wieder aufgeht. Das sieht man jetzt hier, es ist was los. Herr Bürgermeister, wie war denn so die Corona-Zeit? Höchst schwierig für jemanden, der in der Verantwortung steht. Wir haben ja mit einem Paukenschlag begonnen nach der Kommunalwahl. Der berühmte Spruch, die Dreck von den München hinterherräumen. Man muss natürlich sagen, dass das in einem Kontext gestanden ist. Wir haben die Aufgeregtheit gehabt mit Österreich, mit Ischgl. Dann natürlich die Bilder aus Bergamo. Haben dann in der Stadt zwei positive Fälle gehabt, eine mit schwerem Verlauf. Dazu muss man wissen, dass wir natürlich auch die komplette Wasserversorgung in Tegernsee bei der Stadt liegen haben und die wird durch den Bauhof auch mit versorgt. Es hat dann so weit geführt, dass wir nur noch eine einzige öffentliche Toilette in Tegernsee gehabt haben, weil die Gastronomie ja geschlossen war dann. Und da war es dann ja, schon so, dass man gesagt hat, man darf nur aus dringenden Gründen aus der Wohnung raus, aber wir dann doch hunderte von Leuten hier gehabt haben. Und da schläft man dann nicht gut und da macht man dann einmal sowas. Ja. Herr Hubert, wie war es bei Ihnen? Einfach, Sie sind ein Wirt mit Herzblut zusammen mit Ihrer Gattin. Sie sind ja schon als junger Wirt angefangen mit 35 Jahren. Man sieht ja wieder die Leute, Kummer, es brummt hier, aber dann plötzlich alles zugesperrt und nichts mehr los. Die tollen Bedienungen, die Mitarbeiter, die Köche und alles, was ihr so habt, plötzlich Stillstand. Was war das für ein Gefühl? Ja, das ist schwer zu beschreiben. Das Gefühl ist natürlich erst einmal, ja, man weiß überhaupt nicht, wie die Zukunft oder was die Zukunft bringt, wie das weitergeht. Man schläft natürlich auch schlecht, ist ganz klar. Als es wieder aufging sozusagen, haben wir ja innerhalb 48 Stunden den Betrieb von 0 auf 100 gefahren, 100 Leute aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Die waren aber auch da wie Gewehr bei Fuß. Und sie haben sich gefreut, oder? Alle haben sich gefreut. Natürlich war das für sie auch eine schwere Zeit und letztendlich ist ja ein wesentlicher Bestandteil von so einer Servicekraft ja auch das Trinkgeld. Und das ist meines Erachtens von der Politik schon ein bisschen vernachlässigt worden, weil da haben sie gar nichts gehört. Also die Unternehmer, die Hoteliers und die Veranstalter, die haben ja Zuschüsse bekommen, ganz klar. Zwar zeitverzögert, aber Gott sei Dank hat es die gegeben. In anderen Ländern hat es die beispielsweise nicht gegeben. Also, und da wäre es eigentlich schon einmal ein bisschen, auch nochmal ein Wink an die Politik, da vielleicht noch bei den Mitarbeitern ein bisschen nachzubessern. Ja, ja, ja. Jetzt, Herr Bürgermeister, das Breistüberl und Tegernsee. Der Tegernsee ist ja ein Magnet. Das ist ja manchmal irgendwie ein Magnet, der ja viel mehr Menschen anzieht, als man vielleicht manchmal braucht. Jetzt war ja so in der Zeit, wo Corona war, sind ja alle dann am Wochenende doch trotzdem ins Tegernseer Tal gefahren und die Parkplätze waren voll, die Toiletten hat es nicht gegeben. Und Sie haben dann als oberstes Haupt von Tegernsee gesagt, also liebe Münchner und liebe Touristen, bleibt jetzt einmal weg. Ich finde das gut, aber es kam nicht so gut an. Wie geht man mit sowas um? Ja, man muss sich die Frage stellen, will ich verantwortlich sein für zweites Ischgl oder will ich mal ein Zeichen setzen und natürlich auch Leute verärgern. Vor allem Leute dann verärgern, wenn sie nicht wissen, worum es eigentlich gegangen ist. Ich kann es klar sagen, ich habe 150 Mails gekriegt von den hiesigen positiv und von Leuten aus München, Großraum München. München ist ein Sammelbegriff, überwiegend negativ, aber ich habe jede einzelne Mail dann auch beantwortet, soweit es keine Beschimpfungen waren. Und der Großteil hat es dann auch eingesehen. Man muss einfach sehen, dass man bei der Stadt unserer Größe kein Pressereferat oder Pressestelle hat. Man hat auch kein Ordnungsamt oder sonst was. Das macht der Bürgermeister. Und da klangt man halt hin und wieder vielleicht einmal ein bisschen daneben. Aber in dem Fall, auch wenn es vielleicht so scheinen mag, bin ich der Meinung, dass ich nicht daneben gelangt habe, sondern tatsächlich meiner Aufgabe als Bürgermeister gerecht geworden, die Leute zu beschützen und einmal dafür ins Feuer zu stehen. Jetzt kommen wir mal zum Breistüberl. Das ist ja der Hammer. Also jeder kennt es. Also wenn Sie das googeln, ich weiß nicht, über 800.000 Mal die ganze Welt. Das ist ja, aber momentan, wenn wir so schauen, fehlen ja so ein bisschen die Touristen.
Aber jetzt kommen die Einheimischen. Ist das ein Unterschied? Wie fühlt sich da der Wirt? Ich muss sagen, das ist nicht ganz so, wie Sie sagen. Wir haben ja immer, oder das Bräustübel ist dafür bekannt, dass die Gäste ganz unterschiedlich sind. Nämlich aber ich meine so die Ausländer, also jetzt so Japaner, also, ja, gut, die Amerikaner sind in der Tat, so, jetzt da, haben ja aber eigentlich alle zu viel, muss man ja ehrlicherweise sagen. Also wir haben da schon den Großraum München und die Urlauber, die heute jetzt im Sommer am Tegernsee sind. Hamburger aber, und alles. Aber natürlich auch viele Einheimische. Ja. Wir haben über 40 Stammtische die ganze Woche über. Also das ist bei uns oder uns macht es aus, die bunte Mischung der Gäste. Ja, schön. Jetzt erzählen Sie mal, was ist denn so das Geheimnis? Also ist die Küche, das ist natürlich auch der Herzog in Bayern, also da passieren ja viele, das Königliche, der Tegernsee, der hat schon was von den Wittelsbachern, ist romantisch und so und man fährt da raus, die Hochzeiten sind da, man verliebt sich am Tegernsee. Was ist das? Sie jetzt mal als Wirt, Sie beobachten ja so viele die Gäste, Sie sehen ja manchmal, Mensch, da bahnen Sie was an. Also das hat sich durch verschiedene E-Mails haben wir das ja auch schon, dass sich Leute bei uns vor 40 Jahren kennengelernt haben und die machen einen Hochzeitstag. Die wohnen mittlerweile beispielsweise in Hamburg und kommen dann zum 40. Hochzeitstag ins Bräustübel. Ja. Aber auf Ihre Frage, was macht das aus? Das ist natürlich nicht nur die Küche, das ist dieses gesamte Bild. Uns gibt es seit über 350 Jahren. Ja. Natürlich ist das diese lange Tradition und das Brauchtum, das mögen die Leute. Und das finden die mittlerweile noch besser als es vorher. Also nach Corona eigentlich noch besser. Die legen mehr Wert oder noch mehr Wert drauf auf Regionalität, auf Qualität, auf ein ehrliches Produkt, sage ich immer. Und das ist natürlich bei uns mit der Brauerei und der inhabergeführten herzoglichen Familie natürlich gegeben. Und das ist schon so eine Brauerei, die unter Eigentümer geführt ist, noch was anderes wie ein Großkonzern. Ja. Und wie ist das so mit der Polizei, wenn da so ein paar Münchner oder ein paar Auswärtige kommen, trinken ein bisschen viel? Wie ist denn das so? Also wir haben überhaupt kein Problem mit der Polizei. Und, also wir werden jetzt nicht stärker kontrolliert und nicht weniger stark. aber trotzdem. Es gibt natürlich eine Polizei hier, das ist ganz klar. Aber, und die ist gut. Und die ist gut und da haben wir auch überhaupt keine Probleme. Okay. Wir bleiben leider über Nacht. Jetzt, Herr Bürgermeister, Sie sind ein wirklich echter Tegernseher. Jetzt sagen Sie mir mal, was macht denn so einen echten Tegernseher aus? Was ist das? Was ist das? Da würde ich einen Lohmeier zitieren und sagen, das Bayerische ist eine Haltung, auch ein Afrikaner kann ein guter Bayer sein. Das ist, wie viele Einträge auf dem Grabstein brauche ich, damit ich echter Tegernseher bin. Ich glaube, man kann auch, wenn man herzog, der echter Tegernseher sein. Der echte Tegernseher lässt leben. Der echte Tegernseher setzt sich für seine Heimat ein. Und vor allem hat der echte Tegernseher eine Haltung und zu der Haltung steht er auch. Und die ändert er nicht, bloß weil mir der Winter herwart oder weiß gerade mal, ob er tun ist. Und um da mal anzuschließen, das Bräustübel hat sich ja mit dem Wirt verändert. Ja, also so gut, wie das Bräustübel jetzt läuft und so viel, so ein Magnet, wie das Bräustübel jetzt ist, war es vorher nicht. Also muss man ganz klar sagen, wir sind schon ganz stark mit dem Wirt, mit seinem Marketing und mit der Umtriebigkeit zusammen. Die macht das also wirklich gut. Ja, so noch gegen Kennis jetzt nicht, aber Frau vom Sein Kennis. Aber das ist für jemanden, der jetzt da auch während der Schuljahre reingegangen ist und so weiter, es hat sich halt auch insofern verändert, dass man sagt, das ist tatsächlich ein Magnet für Tegernsee geworden. Und das eine bedingt inzwischen das andere. Man kann das eine ohne das andere, glaube ich, ist nicht denkbar. Also erst war es ja das Schloss und die Wittelsbach, aber das Bräustübel, glaube ich, steht inzwischen schon für sich. Mittelpunkt, ja. Viel stärker. Jetzt lassen Sie uns einmal über Dinge reden, die Sie, wir haben uns ja mal getroffen 2018, haben Sie das gut rübergebracht. Und ich habe auch viele Bekannte im Tegernseertal. Das Problem ist schon das Thema mit den Familien, die da leben. Ja? Und irgendwann, die Preise steigen immer mehr und irgendwann verkauft also eine alte Familie trotzdem das Haus und sagt, jetzt müssen wir es verkaufen, weil wir wollen da einfach den Kindern was geben. Das ist ja schon traurig. Also was gibt es denn da dagegen? Ich meine, ihr kauft ja auch gewisse Dinge wieder zurück, das finde ich gut. Also das eine ist natürlich, dass man sich im Tag klar sein muss, wenn man mehrere Kinder hat, wie man mit seinem Sach umgeht. Das geht mir nicht anders wie ihm. Und da muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Dann ist natürlich die Frage, das ist ja kein akutes Thema jetzt, das kann es ja schon immer geben. Also ich weiß, in den 70er Jahren waren die Immobilienpreise ähnlich hoch
Und vor allem waren dann die Zinsen sehr, sehr hoch auch. Also dass auch viele Leute sich auch nichts haben leisten können, wie mein Vater zum Beispiel. Ja. Was wir aber machen in Tegernsee, und das schon seit jeher, jetzt aber auch verstärkt, dass wir über die Zweitwohnungssteuer, also die Zweitwohnungsbesitzer sind Teil der Lösung dann auch. Also nicht nur Teil des Problems, wie es immer hochgejubelt wird, sondern sind auch Teil der Lösung, dass wir eben massiv Wohnungen und Wohnraum kaufen. Und dadurch, dass wir eben über die Zweitwohnungssteuer, aber auch über Erbschaften zum Beispiel zweckgebunden Gelder bekommen oder auch Immobilien bekommen, sind wir dann in der Lage, das Wirtschaftliche mal außen vor zu lassen, sondern tatsächlich zu sagen, die Zweitwohnungssteuer setzen wir ein für Wohnimmobilienbau und sichern da eine günstige Miete. Und da haben wir jetzt in meiner ersten Amtszeit 3 Mehrfamilienhäuser gekauft. Also wir haben von 2014 bis 2020 war die erste Amtszeit 6 Millionen Euro roundabout an Zweitwohnungssteuer bekommen und haben die 6 Millionen zu 100% in Wohnraum investiert. Und das werden wir weiterhin machen. Und man muss wissen, dass die Stadt Tegernsee gemeinsam mit der Tegernseer Siedlungsgenossenschaft, die ihre Immobilien aufgrund der Stadt hat, über 200 Wohnungen halten. Und das ist natürlich bei 2400 Wohnungen bei der Stadt, wo natürlich große Villen dabei sind, sind wir bei weit über 15% des Wohnungsbestandes, von dem wir reden. Und man muss auch ganz klar sagen, es geht nicht um denjenigen, der sich da jetzt eine riesen Villa irgendwo hinbaut. Ich sage einfach, der Hype, der um Manuel Neuer gemacht worden ist, was vollkommen unnachvollziehbar ist. Sondern es geht darum, dass man 1, 2, 3 Zimmerwohnungen, auch vor allem für die Mitarbeiter, dass man diese 1, 2, 3 Zimmerwohnungen erhalten und dass wir B, auch für diesen Mietwohnungsmarkt schauen, dass wir die Mieten runterhalten. Ich schaue jede Woche rein, was zum Vermieten ist. In Tegernsee gibt es jetzt genau eine einzige Mietwohnung im Portal. Ja. Aber was ich gut finde, es leben ja auch hier prominente Menschen. Ja. Und die Diskretion ist auch sehr schön. Also ich spreche jetzt speziell von Tegernsee. Ich rede jetzt nicht über Rottach oder so, ich rede jetzt einfach von Tegernsee. Also der Manuel Neuer, der kann sich ja wohlfühlen, ja? Der kann auch mal irgendwie in die Pizzeria, ich habe den ja schon gesehen, der geht in die Pizzeria rein. Die Menschen lieben den, aber keiner quatscht nur, sondern das ist irgendwie so, Tegernsee ist so etwas Menschliches. Ja? Also hier kommen Menschen zusammen. Also ja? Ich glaube, das unterscheidet den Tegernsee ja jetzt vom Touristen oder von dem anderen. Ja. Hat eine Tradition bei uns, eben weil eben der Max der Erste Josef das hier alles angestoßen hat mit dem Tourismus. Man lässt die Leute in Ruhe. Ja. Man lässt die Leute deshalb in Ruhe, weil wir uns zuallererst als Lebensraum verstehen, als Wohnraum. Ja. Ich sage ja immer, Tegernsee ist weder Sylt noch Côte d'Azur, sondern wir sind tatsächlich, da wohnen richtige, echte Leute. Und wenn da Trachtler sind, dann sind die von da nicht irgendwie mit dem Flieger eingeflogen. Ja, ja. Jetzt frage ich Sie mal, normal müsste ich das jetzt den Bürgermeister fragen, aber man merkt ja immer mehr, wenn man so die Medien anschaut, im Tegernseer Tal kommen immer mehr Hotels. Geht natürlich auch durch die Gebrüder Strüngmann, die ja toll, die ja den Tegernseer Tal gut deren, die super investiert haben, die ja auch zum Teil uns zum Impfen gebracht haben. Ja, also das ist schon super. Dennoch muss man einfach mal sagen, viele sagen ja, das Tegernseer Tal wird jetzt so das kleine Kitzbühel. Wie sehen Sie das? Also, ist ja nur der O-Ton der Medien. Ja, die sagen, ich bin jetzt zum Beispiel heute rausgefahren, in 35 Minuten war ich bei Erna. Also schon eine Ansage. Also, war kein Verkehr. Und wenn Sie nach Kitzbühel aus der Grenze dazwischen, speziell bei Corona, hat man gemerkt, da ist eine Grenze, da ist ein Stau und alles. Also das Tegernseer Tal hat sich unglaublich entwickelt. Und was wir wissen, entstehen jetzt hier 7 oder 8 Top-Hotels, was ja auch wieder gut ist fürs Preisstüberl. Die kommen ja alle wie ein Magnet, zack, kommen sie zu Ihnen. Wie sehen Sie das? Es ist natürlich gut, dass sich in dieser Hotellerie was tut und auch, dass da die Hotels oder die Grundstücke, die seit Jahren oder zum Beispiel in der Seestraße in Rottach ja Jahrzehnte schon leer stehen, dass sich da was tut und dass da Leben reinkommt. Problem wird sein, wenn Sie jetzt da 5, 6, 7 Hotels aufmachen, ist ja das Problem, die Mitarbeiter, beziehungsweise wo wohnen die? Also da sind uns die Österreicher ein bisschen voraus gewesen, weil die einfach da weitergedacht haben, Personalhäuser gebaut haben oder eben Wohnungen zur Verfügung stellen. Das ist halt bei uns wirklich ein riesen Problem. Wie bringe ich die Mitarbeiter unter? Bezahlbar. Jetzt reden wir mal so ein bisschen über die Stadt Tegernsee. Die hat ja schon was. Also wenn man sich vorstellt, ich wohne in Tegernsee und steht da drin Tegernsee-Adresse. Das ist ja schon irgendwie wunderbar.
Ja? Was hat diese Adresse für einen Wert? Ich meine jetzt nicht finanziell, sondern was hat die für einen Wert? Na ja, die hat einen Wert der Wiedererkennbarkeit. Ja. Und ja klar, wenn ich früher eben beim Zoll im Ausland oder oben in Münster, in Nordrhein-Westfalen unterwegs war, hat man sofort gewusst, von was man redet. Ja. Und das ist halt einfach Bayern. Ja, hin und wieder mal eine trügerische Postkartenidylle, sage ich. Also das ist nicht alles so schön, wie es scheint. Wir haben unsere Probleme, teilweise ja ungelöst, wo wir uns tatsächlich noch reinknien müssen. Und, aber Tegernsee ist einfach Heimat. Also Tegernsee, warum kommen die Leute nach Tegernsee? Wenn sie hier reinfahren, das ist im Endeffekt ein geschützter Raum. Ja, das ist ein Tal, das ist nicht so kleines. Die Berge sind nicht so hoch, dass sie bedrücken. Man hat hier in Tegernsee die Sonne, sonst hätten sie da das Kloster nicht herbaut. Und man hat durch die Kleinteiligkeit natürlich auch etwas, man hat einen gewissen Unterhaltungswert auch. Ja? Also wenn ich von Tegernsee auf Wissing überfahre, dann bin ich übersehen. Ja. Es ist kein Einheitsbrei und das ist eben das, ich bin ja hin über den Kitzbühel, da habe ich schon mehr diesen Einheitsbrei. Ja, also hier ist schon klar, diese kleinteilige Struktur, die sich nochmal unterteilt und kleinteiliger wird, finde ich, gefällt mir ganz, ganz gut. Schön. Herr Hubert, Sie haben ja auch die Einheimischen da. Jetzt gibt es, ich sage jetzt keinen Namen, aber es gibt ja auch eine sehr interessante Adresse am Tegernsee. Die haben halt die Einheimischen außen vor lassen und das war nicht so gut. Ja? Also, aber ihr habt ja da einen Stammtisch. Ich bin jetzt zuerst durchgegangen. Da sitzt ein älterer Herr da, der von einer Dame im Rollstuhl da reingefahren ist. Der genießt es. Das Preisstüberl ist ja irgendwie ein Genussgarten. Ja? Man trifft jemanden, man ist schnell per Du, man sagt, Mensch, wie geht's da, was machen wir? Wie finden Sie das, wenn Sie, das ist ja irgendwo so der Vater von dem Ganzen. Ja? Das ist doch schön, oder? Das ist absolut schön und freut es. Also, wenn ich hier in der Früh reingehe, das ist ja für mich keine Arbeit, das macht wirklich Spaß. Und so wie Sie sagen, hier trifft sich jeder und hat überhaupt keine Berührungsängste. Da sitzt der Bankvorstand neben dem Handwerker. Und der mit der Rolex oder und der andere mit der Lederhose. Genau, und das gibt überhaupt keine Berührungsängste. Ja, und Sie verstehen sie sofort. Ganz genau. Ja. Und das macht es natürlich aus. Ja. Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen was. Sie haben ja jetzt kürzlich drei wunderbare Bedienungen verabschiedet. Das ist ja ein Traum. Also wenn man sich mal vorstellt, wie die Damen so lange da gearbeitet haben und geht einem das Herz auf, oder? Ja, es geht mal in dem Fall nicht auf, weil man sich leider verabschiedet. Und die Damen hätten nicht aufgehört, hätten wir jetzt nicht diese Corona-Vorschriften und die sagen einfach, du Peter, wir sind ja alle bei du, gehen, mit der Maske und im Hochsommer bei 35 Grad, das schaffe ich nicht mehr. Und, vielleicht kommen sie ja noch mal, wenn jetzt Corona vorbei sein sollte. Aber es sind ja drei Damen, wenn die mich ja schon seit meiner Jugend begleitet haben. Ich war ja früher hier auch Gast sehr oft. Und das ist schon, also ich habe das bei der Ansprache gesagt, solche Leute gibt es nicht mehr. Die sterben im wahrsten Sinne des Wortes, sterben die aus, weil jemand, der über 50 Jahre in einem Betrieb ist, das werden Sie nicht mehr oft finden. Ja, Herr Bürgermeister, was macht denn dem momentan Sorgen in Tegernsee? Corona. Ja, genau. Corona, Wohnraum, ja. Verkehr. Der Verkehr nimmt schon zu. Er muss gar nicht zunehmen, das Verkehr war immer schon ein Thema bei uns in Doi. Und wie man mit dem Thema Verkehr umgeht, wenn man die Leute dazu bringt, dass sie im Zug fahren. Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank einen Halbstundentakt am Zug, dass er öfters rausfahrt mit der BRB, heißt jetzt die ehemalige Bob. Ja. Genau. Und das sind halt so die Themen, die uns beschäftigen, die meine Vorvorgänger auch schon beschäftigt haben. Ja. Aber manchmal ist ja schon der ganze Tegernsee umringt, gell? Also da geht nichts mehr. Gell? Da. Also ich habe irgendwie im Gefühl, dass es in den 70er Jahren schlimmer war. Mhm. Also ich meine, in den 70er Jahren ist man weniger Radl gefahren. Ja. Da hat der Zug länger rausgebraucht und vor allem haben die Autos keine Katalysatoren gehabt. Wir haben das Haus direkt an der Straße Fischerei gehabt. Da hast du ja außer Fisch und Autos gar nichts mehr gerochen. Und das ist jetzt schon besser geworden. Ja, also, das muss man schon sagen, aber ich glaube, dass das Verkehrsthema wird uns so lange beschäftigen. Hubert, was macht dir denn Freude am Preisstüberl? Was ist das? Also wir sind jetzt zunächst einmal froh, dass jetzt nach der Corona-Zeit, kann man ja nicht sagen, aber jetzt wo sich das ein bisschen aufgelockert hat, wieder diesen Zuspruch haben von unseren Gästen. Das macht mich wirklich froh, weil ich habe da schon auch ein bisschen Sorgen gehabt,
wie sind nach Corona oder wenn sich das ein bisschen lockert, wie sind die Leute drauf? Weil das ist ja schon im Hinterkopf drin bei jedem. Weil wenn von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr aus den Medien ja nichts anderes hörst, ja, dann bleibt es natürlich. Und die Leute waren ja eingesperrt, Und es war natürlich mir klar, dass ein gewisser Teil mit Sicherheit sofort wieder raus will, was ja logisch ist. Aber dass wir jetzt so einen Zuspruch gleich wieder vom ersten Tag haben, das macht mich wirklich froh. Schön, schön. Herr Bürgermeister, was lernen wir denn so aus der Corona-Zeit? Also ich habe ja manchmal immer so ein bisschen das Gefühl, wir kommen wieder so zurück wie so früher. Aber das ist nicht gut, weil Corona wird uns ein ganzes Leben begleiten. Es wird immer da sein. Die Werte sind ja wieder wichtig. Ja? Und man darf nicht wieder schnell Gas geben und sagen, jetzt fliegen wir wieder auf die Bahamas und überall hier oder so, sondern einfach mal wieder sagen, jetzt fangen wir mal langsam wieder an. Wie sehen Sie das? Also ich denke, dass, was Sie gesagt haben, mit den Werten sehr wichtig ist, also ja, die Achtsamkeit für sich und für den anderen. Ja. Also man hat jetzt ja auch gelernt, dass man auch auf die anderen Rücksicht zu nehmen hat und Rücksicht nehmen muss. Man muss erst wieder lernen, dass man die Leute gelangt. Wir haben es ja heute gesehen bei uns zwei. Und ich denke auch, dass es für uns natürlich auch die Frage ist, in welche Richtung wollen wir eigentlich im Tourismus gehen. Also die Frage stellt, hat sich ja vorher schon gestellt mit Overtourism, dieser Sammelbegriff. Aber ich hoffe schon sehr, dass auch die Leute, alle, wir alle, darauf achten, dass sie vielleicht ein bisschen weniger, aber dafür qualitätsvolleren Urlaub machen. Also ich hoffe, dass die Ballermann-Zeiten irgendwie der Vergangenheit angehören. Ich auch, ich hoffe das auch. Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, so jetzt kommt dann mal so in ein paar Monaten die Stadezeit. Das war ja schon traurig im Tegernseer Tal, kein Christkindlmarkt, alles zugesperrt. Ich glaube schon, die Leute haben wieder Freude, das wieder zu erleben, die Traditionen. Und das ist ja gerade im Tal, sind ja die Traditionen einfach, die merkst du ja hier draußen, wirklich fünfmal so stark wie in der Stadt. Also da merkst du irgendwie Ostern, du merkst Pfingsten, du merkst die heiligen Feste, du merkst einfach die Kirchenfeste, du merkst die Adventszeit, den Nikolaus, die Sternsinger. Das ist ja ein Teil des Tegernseer Tals. Das ist ganz wichtig. Also ja. Glaube, Kirche, ob evangelisch oder katholisch, spielt bei uns eine sehr große Rolle. Und das gehört ja auch zur Haltung, finde ich, dass man Haltung hat. Ja. Und dass man zu der Haltung auch steht und es nicht in der Beliebigkeit verliert. Ja. Also, was soll man da schon groß sagen? Das ist einfach gut bei uns und wir müssen schauen, dass es so bleibt. Ja, absolut, absolut. Jetzt reden wir mal so ein bisschen über das Preisstüberl. Die Speisekarten. Da ist ja für jeden was dabei. Um 10 in der Früh geht's los, ja, und um 23 Uhr ist Schluss. Richtig, ja. Wie stellt sich das zusammen? Wie ist die Logistik? Also man sieht ja, die Gäste sind happy. Man braucht nur den Arm heben, sofort kommt eine Bedienung. Das ist ja eine gute Stimmung da. Wie machen Sie das? Das ist eine gute Stimmung, ja, da haben Sie recht. Wir haben natürlich das Glück, dass wir ein sehr konstantes Geschäft haben. Das heißt, wir machen jetzt vom Einkauf her und von der Logistik, wie Sie sagen, ist das ja relativ gleich. Also wir sind auch nicht wetterabhängig durch unsere Schirmkonstruktion, die wir ja schon viele Jahre haben, mit Heizung und Beleuchtung drin. Ja, das Geschäft ist wirklich konstant von 7 Tage die Woche. Wir haben 365 Tage auf, inklusive Heiligabend. Also das ist schon sehr eingespielt jetzt und eigentlich für unseren Küchenchef wirklich Routine. Ja. Und der Küchenchef, ist das ein Bayer oder wo kommt der? Ist ein Bayer, ja. Ja, ja, ist schon lange bei einer dabei? Der ist schon 20 Jahre. Schon 20 Jahre? Fast 20 Jahre. Der Uwe Schöttl. Uwe Schöttl. Und der ist jeden Tag wie ein Brezen da. Der ist jeden Tag wie ein Brezen da, ja. Das ist ja schön, oder? Jetzt gibt es aber natürlich, muss ich Ihnen mal so sagen, es gab ja so mal einen Konflikt zwischen Tegernseehof in Tegernsee und Tegernseehof in Gmund. Da ist ja tote Hose. Ist zu. Und zwar kein Personal. Weil sonst hat nicht rentiert. Der Preis hat sich nicht rentiert, also der Fight, aus meiner Sicht. Schade, weil ja, kommentiere jetzt nicht. Nein, müssen Sie. Nein, aber es gibt ja tatsächlich auch dann Gaststätten, wo das Personal weg ist, wo die sagen, es weist ja auch manchmal auf eine schlechte Stimmung hin oder so. Ja? Wo man sagt, jetzt orientiere ich mich um. Ja? Kann ich nicht sagen, weil ich da nicht mehr reingegangen bin. Ich bin halt vorbeigefahren und habe mal geschaut und habe mal geklopft.
Also, ich sage es mal anders, die Stadt Tegernsee hat ja verschiedene Unternehmen und zu einem von den Unternehmen gehört die Seesauna, die ja sehr, sehr gut läuft. Und unsere größte Sorge war nicht, ob wir jetzt mehr gewinnen oder weniger gewinnen oder jetzt tatsächlich Verlust machen oder was die Versicherung bezahlt, sondern unsere größte Sorge war, dass wir unser Personal halten können, weil wir der Auffassung sind, wir haben das beste Personal für so einen Betrieb. Schön. Wir zahlen die entsprechend, sag mal, für gute Stimmung. Wir haben eine gute Betriebsleitung, sehr gute Geschäftsleitung. Schön. Da mischt sich einer wie ich gar nicht erst ein. Aber wir haben darauf geschaut, dass man eben da noch ein bisschen was dazu zahlt. Also wir haben übers Unternehmen dann auch die Gehälter aufgestockt, um das Personal halten zu können. Auch in der Corona-Zeit? Auch in der Corona-Zeit. Also wir haben dafür gesorgt, dass die Leute da bleiben und dass sie nicht abwandern. Weil man muss schon sagen, es gibt ja Branchen, da hat es geboomt. Ja, ja, klar. Also ich kenne Leute, die sind von der Gastronomie jetzt zum Baustoffhandel gewechselt. Ja, natürlich. Und das ist natürlich. Und auch die sind ja in der Gastronomie, die sind ja fleißig, die schauen nicht auf die Uhr. Die sagen, es ist nicht fünf, sondern die kennen das, dass da weitergeht. Ja? Ich brauche bloß hier schauen. Also wenn eine Wertschätzung seinem Personal gegenüber gebracht wird, dann bleibt das auch. Ja, ja. Und ja, und ohne auf einzelne Fälle eingehen zu wollen, es gibt natürlich Betriebe, die so nicht organisiert sind und wo ein anderer Geist, ein anderer Spirit auf Neudeutsch herrscht. Ja. Die orthopädische Klinik ist ja auch ein Highlight hier, oder? Ja. Schon. Also das ist... Das ist schon auch irgendwie ein Bringer, gell? Inwiefern? Nein, ich meine, die Leute sagen, das ist eine gute Adresse, da komme ich hin, da werde ich gut behandelt. Wichtig ist vor allem, dass die orthopädische Klinik für Kassenpatienten ist. Ja, also, dass, eben nicht nur für Private. Genau, dass das wir ist eben ja nicht Sylt sind oder nicht was auch immer, sondern dass man sagt, wir haben für alle einen Platz. Ja. Und das ist wichtig. Ja, macht es, glaube ich, auch aus. Ja, ja. Wenn Sie jetzt mal unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal so Tegernsee erklären, was sagen Sie da? Warum muss man da herkommen? Die noch nicht da waren. Aber die Stadt oder das Tal? Erstmal die Stadt Tegernsee. Die Stadt. Na ja, gut, der erste Grund, wir sitzen im ersten Grund, warum Sie nach Tegernsee kommen sollen. Das Bier schmeckt, also wir haben jetzt kein Bier, weil ich nachher wieder in die Arbeit muss, ich muss Auto fahren. Ja. Wir haben kaum ein Seeufer verbaut. Das heißt, der See ist frei zugänglich. Man muss nicht unbedingt zwangsweise in ein Strandbad gehen. Wir haben da drüben die Point, da kann man sehr gut baden. Wir haben eine sehr gute Gastronomie. Und vor allem, man kann sehr gut koppeln. Man geht in der Früh auf den Neuradn auf, frühstückt oben, geht außen über den Berg runter, dann hupft man in den See rein und auf die Nacht ins Breistüberl. Und wenn man will, kann man noch in die Sauna gehen oder dann irgendwo bei uns bei der Gastronomie übernachten und dann da hinten nachhängen. Ja. Ja, und der Bürgermeister geht jeden Tag zum Bahn in den See, oder? Wenn's der geht jeden Tag dreimal zum Bahn, genau. Dreimal? In der Früh vor dem Aufstehen, also vor dem Frühstücken, vor dem Aufstehen ist ein Schmarrn, dann in der Mittagspause und auf die Nacht vor der Sitzung hupfe ich einmal rein. Und wie lange immer so? Ja, bis zur Boje und wieder zurück, das ist aber nicht 200 Meter. Schön, aber das spürt man dann den Tegernsee, gell? Ja, also was macht uns aus? Was uns ausmacht, ist die Lebensqualität. Ich kann nach der Arbeit mal schnell zum Breistüberl gehen oder auf den Berg rauffahren mit dem Mountainbike. Ja. Oder ich hupfe halt mal zwischendrin mal in den See. Ja, ja. Also unser Geschäftsleiter trocknet seine Badehosen auf dem Rathausbalkon. und der Tegernsee ist ja total sauber, gell? Der See ist sehr sauber, ja. Also einer der saubersten Seen, kann man sagen, in Bayern, oder? Ich habe das Ranking jetzt nicht, aber er ist extrem sauber. Ja. Und Ihre Familie kommt aus der Fischerei? Ein Teil der Familie ist Jäger und der andere Teil kommt aus der Fischerei, genau. Ja, ja, ja. Also Urgroßvater und Großvater waren hier Fischer. Ja, ja. Und wir haben den See auch gepachtet gehabt in den 30er Jahren. Und mein Nachbar, der Ostermeier Michi, sagt Michi, der, der hat von uns das übernommen. Ja, ich weiß das. Der hat einmal, und der hat immer so Kontakte mit irgendwelchen Forellen und so, bringt er mal wieder. Ist schon schön, ist schon schön. Jetzt komme ich nochmal zurück. Das Breistüberl 365 Tage im Jahr auf. Wie machen Sie das? Jeden Tag sind Sie da, oder? Mit Ihrer Frau? Jeden Tag da, oder? Wir sind jeden Tag da, natürlich. Ja. Also natürlich, jetzt auch nicht mal 14 Stunden am Tag, aber wir sind in der Früh bis frühen Abend da. Anders geht es natürlich auch nicht, weil also mich konfrontieren und mir erzählen immer viele Leute, das ist ja ein Selbstläufer. Das wirkt vielleicht für einen Außenstehenden auch so, ist aber in der Tat schon Arbeit, Verantwortung und auch jeden Tag, dass man heute unseren Mitarbeitern auch das Gefühl gibt, dass sie wertgeschätzt werden und dass das einfach nur im Team funktioniert. Herr Hubert, wenn man so die Bilder mit Ihrer Gattin anschaut, Sie wirken sehr verliebt.
wie wichtig ist denn das mit der Frau? Die macht ja da mit. Die macht also, natürlich mit, die macht auch unser ganzes Marketing Außendarstellung macht sie. Das ist schon wichtig, dass man sich versteht, weil wenn man jetzt so eng Tag und Nacht aufeinander hängt, sage ich jetzt einmal salopp, da muss das schon funktionieren, weil sonst würden das auch die Leute, das würde da nicht rüberkommen. Aber Ihre Frau kommt nicht aus dem Tegernseertal, oder? Sie ist aus München. Ja. Aus München, ah, okay. Ja, das geht ja noch. Das geht gerade noch, ja. Genau. Und Ihre Frau, auch Tegernseherin, oder? Sie ist auch Münchnerin. Auch Münchnerin, ja, da passt. Da passt sie wieder. Jetzt, wenn man mal so schaut, die Arbeit von so einem Bürgermeister ist ja auch, Sie haben ja auch zum Teil aus Norddeutschland Leute, wollen irgendwie was, Herr Bürgermeister, haben Sie ein schönes Grundstück hier, etc. Die Leute zieht sie daher, ja, und die Zinsen sind niedrig, die Leute haben einen Pulver, die wollen irgendwie sagen, ich möchte an Tegernsee. Aber das geht nicht so einfach. Da sagt der Bürger, nein, so einfach geht das nicht. Das finde ich auch gut. Ja? Also es gibt keine Bausünden, finde ich, in Tegernsee. Also da wenig. Ansichtssache. Naja, Ansichtssache. Wenig. Nein, also mich hat noch keiner nach einem Baugrundstück gefragt, muss ich ehrlicherweise sagen. Was wir machen ist, dass wir natürlich versuchen, dieses Spannungsfeld mit dem irgendwie umzugehen. Ja. Nicht immer zum Vergnügen der Einheimischen, muss man auch ganz klar sagen. Viele Projekte, wie jetzt Hotelprojekte am Tegernsee, sind ja vor 15 Jahren angestoßen worden. Da war die Situation hier noch eine ganz andere. Da kann man natürlich mit dem jetzigen Wissen schlecht darüber urteilen, dass das jetzt gut oder schlecht war, die Entscheidung, was vor 15 Jahren, da braucht man Glaskugel. Was wir gemacht haben in Tegernsee und das schon bevor ich angefangen habe, dass man sagt, der Außenbereich muss geschützt sein. Also wenn im Außenbereich nur privilegiert, also Landwirtschaft oder Gastronomie, aber keine Wohnbebauung. Also wir haben in 6 Jahren, die erste Amtszeit, die ich gehabt habe, ein einziges Haus im Außenbereich zugelassen, im baurechtlichen Außenbereich, der aber naturschutzrechtlich als Siedlungs- und Verkehrsfläche zählt. Und es war ein Einfamilienhaus einer einheimischen Familie auf dem Abschlag von einem kleinen Golfplatz. Ansonsten haben wir im Außenbereich private Wohnbebauung gar nicht zugelassen. Aber wir haben natürlich schon den Fakt, wenn Baulücken da sind, dann dürfen die Baulücken so zugebaut werden, wie es eben der Nachbarbebauung entspricht. Und das führt eben zu dieser Innenverdichtung. Und wir müssen halt auch feststellen, der Zuzug, die Infrastruktur wächst ja nicht mit. Also wir bekommen immer mehr Leute, weil statt einem Einfamilienhaus dann doch ein Bauträger mehr Geld ausgibt und dann ein Mehrfamilienhaus hinstellt. Das macht natürlich schon der Infrastruktur für sich bemerkbar. Aber trotzdem ist ja ein Rand zu spüren. Also dieses Fleckerl, das ist ja ein Fleckerl vom lieben Gott hier. Also das muss man einfach mal so sehen. Und die Leute wollen daher und die haben ein Geld und die sagen ja. Und da ist es ja schon wichtig, dass man gerade Sie als Bürgermeister einfach dann und auch eben der Gemeinderat, dass man da schon strikt ist, dass man sagt, nein, das geht nicht. Und da muss man ja sehr konsequent sein. Da muss man ja argumentativ entscheiden und sagen, nein, das geht nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, wichtig. Also wie gesagt, das entscheidet ja nicht eine Person, sondern es entscheidet der Stadtrat in seiner Gesamtheit. Ja. Und Name und Geld spielen keine Rolle. Das ist vollkommen wurscht, weil wir haben nichts davon. Erst einmal als Stadtrat. Was uns wichtig ist, ist eben, dass wir die Gebäudlichkeiten und die Grundstücke, die für die Allgemeinheit wichtig sind, dass wir die sichern für uns. So bauen wir jetzt beispielsweise mit dem E-Werk 3 Mehrfamilienhäuser, wieder für bezahlbaren Wohnraum. Also vermietbar. Vermietbar, oder? Genau. Ja. Und bezahlbarer Wohnraum heißt bei uns in Tegernsee, dass wir in der Spitzenmiete bei ungefähr 7,50 bis 8 Euro liegen. Wir haben aber auch Häuser, da sind wir bei 4,50 bis 5 Euro im Quadratmeter. Genau. Also man darf ja eins nicht übersehen. Also eine Bäustüberbedienung sorgt vielleicht noch privat vor, aber sie bekommt ihre Rente ja von dem, was sie tatsächlich gesetzlich bekommt als Lohn. Und mit dem Trinkgeld, was sie damit macht, ist ihr ja vorbehalten. Ja, und da kann ich nicht hingehen und sagen, und da haben wir Fälle, die haben 1200 Euro Rente und 2000 Euro Miete, das geht nicht. Das geht nicht, ja. Also was ich feststelle und was mir immer wieder mal Sorge macht, sind Leute, die früher selbstständig waren und wo es nicht so gut gelaufen ist. Da habe ich einen Fall, der zahlt 600 Euro Miete, 600 Euro für die Krankenkasse und braucht dann wieder Wohngeld und Unterstützung vom Staat. Und da haben wir dann wieder Leute, die sich teilweise das nicht wollen. Die wollen nicht auf Staatskosten leben, die waren immer selbstständig und die muss man fast also wirklich ins Sozialamt abtragen. Was man sagen muss in Tegernsee, für Tegernsee selber, wir profitieren sehr, sehr stark von einkommensstarken Menschen.
Also einfach nur ein Beispiel, als jetzt Corona war, hat ein bekannter Tegernseher mit dem Auto, sind wir spazieren gegangen, mit dem Auto neben mir gehalten und gesagt, du, wenn du was brauchst, sag Bescheid. Schön. Und dann haben wir eben einen Fall gehabt, wo eben eine Dame die Miete nicht zahlen konnte. Und dann bin ich hier und gesagt, Mann kann die Miete nicht zahlen. Dann hat man das in sein Papier eingepackt, 2000 Euro, und hat gesagt, damit könnt ihr jetzt die Miete zahlen. Schön. Dann kriegt er natürlich eine Spendenquittung, läuft natürlich über die Kasse. Aber das ist der große Vorteil hier. Aber das sind auch Sie. Und das sind ist, na, ja, glaube ich, weniger, das sind schon die Leute. Ja, das ist ja nicht nur ich, das ist auch der Pfarrer, das ist eher also das soziale Engagement. Wir haben hier einen Stammtisch, der jedes Jahr viel Geld für die soziale Kasse bei den Gemeinden zahlt. Also wir haben einen eigenen Sozialfonds in der Gemeinde und da kriege ich eben alle paar Jahre kriege ich von dem Stammtisch ein Geld und das tut schon gut. Herr Hubert, wenn man jetzt mal so hört, die Stimmung, man hört da so ein bisschen, die Leute sind alle mehr oder weniger glücklich. Das ist auch so ein Glücksplatz hier, das Preisstüberl. Das hört man einfach, da hört nicht einer, da schreit nicht einer, blärt nicht einer. Die sind ruhig, die genießen das. Ja? Und das ist etwas, ein Platz für Menschen, wo man sagt, ah, da lasse ich mein Herz raus. Ja? Und das sind aber auch Sie, das ist Ihr Personal, das ist Ihre Frau und das ist schön. Und da möchte ich Ihnen auch mal Dankeschön sagen, weil das ist nicht normal, das ist nicht normal. Ja? Und vor allen Dingen ihre Damen und Herren, die im Personal sind, die stehen ja hinter Erna, das ist einfach wie, sag jetzt mal, wie die erste Mannschaft vom FC Bayern. Ja, das stimmt. Das ist da ist ein Team da, das merkt man. Ja, ja? Und nur so funktioniert es aber. Ja. Ich wollte Ihnen nur eine Geschichte erzählen, weil mir viele, viele Gäste erzählen auf ihre Frage hin, die sagen mir, bei euch ist die Welt noch in Ordnung. Ja. Und so ist, wie Sie das beschrieben haben, gerade so empfinden die das. Das hört man, das hört man. Ja. So ganz irgendwie so dieses ist nicht monoton, sondern die Leute sind irgendwie glücklich und dann fahren sie nach Hause und erzählen und das ist schon ein Platz, das gibt es nur einmal auf der Welt. Und Breistüberl und dann eben Wittelsbacher, Tegernsee, das ist etwas Schönes. Hupfen Sie auch ab und zu mal in Tegernsee rein? Bin auch in der Tat vor der Arbeit gehe ich auch in See. Ja. Aber nur einmal. Nur einmal, ja. Du drei Uhr zum Essen warm ist, wer ist in der Arbeit? Genau. Ja, schön. Also jetzt hoffen wir, dass Corona nicht wieder zurückkommt. Das müssen wir die Daumen halten. Ja. Aber Impfen ist wichtig und... Meine Herren, herzlichen Dank für das schöne Gespräch am Tegernsee, in der Stadt Tegernsee, mit dem Chef vom Breistüberl und mit dem Bürgermeister. Mir hat es Spaß gemacht und liebe Zuschauer, also kommt's raus, Tegernsee ist eine gute Geschichte. Gell? Also wir sehen uns wieder, bis dahin noch eine schöne Zeit.